Beim Nordpol. Der Guru sagte, die Lottozahlen stehen in den Sternen. Was meinte er wohl damit? Oh, okay. Auf. Ah, vielleicht meinte er das. Zettel. So, da war, glaube ich, zuerst ein. Nochmal. Ich kann sich mal angucken, was. Ah. Der Guru hatte doch recht. 4, 8, 15. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. 4, der 8, Guru 15. hatte doch recht. Jetzt tut es mir fast leid. Pflege, hau ab. Der Guru hatte doch recht. Und 42. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein. Pflege. Wir fangen vom Lotto an und schon kommen alle Fliegen angeflogen. Was für ein Deutsch. Rein, Rufus, renn! Schnell! Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun, sondern nur damit, einem Wahrsager körperliche Gewalt anzudrohen. Genau. Bingo! Hätte ich die mir jetzt nicht aufschreiben müssen? Oh mein Gott! Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will ja ein Tauchboot entern, keinen Blumenladen eröffnen oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Wo ist der Regenschirm? Hier, das wirst du brauchen. Hey, wir haben ja im Lotto gewonnen. Ja. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück, kaum zu fassen. Du hast recht, das klappt so noch nicht. Wo ist denn der Schirm? Hey, go! Alles gut. Nicht, ich habe. Ich bin ja. Kannst du dich noch. Na klar. Los, geh. Hast du das denn? Und jetzt? Ja. Abwarten. Wenn mein Plan funktioniert. Hehe. Weil du von einem. Hehe. Bleib so. Schön, du bist ein. Warten. So, jetzt du noch den Gewinn. Hier, das wirst du brauchen. Wir haben ja im Lotto gewonnen. Ja. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück, kaum zu fassen. Genau. So, jetzt aber. Oh. Hey, das hat ja richtig gut geklappt. Was hat gut geklappt? Passt du denn gar nicht auf, wenn ich hier mein Leben riskiere? Sorry. Ich muss kurz geblinzelt haben. Geht's dir gut? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Dann gehen wir zurück zu Doc und kommen jetzt immer weiter. Na? Ach, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf. Können wir hier was sehen? Nein. Mal schauen. Hallo. Hey, Janosch. Ah, Rufus, tot dem Organon und so. Jo. Ach so. Ich geh dann mal tauchen. Du das. Jetzt können wir eigentlich nur auf den schwarzen Markt, aber da kommen wir nicht weiter. Hey du. Hallo, aufwachen. Die Robopokalypse hat begonnen und alle warten auf dich. Nichts.
Das Einzige, was bei ihm noch aktiv ist, ist dieser kleine Scanner dort. Wofür der wohl da ist? So einen brauchen wir. Könnten ihn zum Beispiel in... Dann könnte ich... Bananen? Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass es in den Schredder gehört. Aber wir haben nur noch 3 Sachen. Ich würde diesen Schredder... Das heißt aber... Hallo, aufwachen! Ich habe hier etwas, das dich interessieren könnte. Nichts. Dämliche Blechbüchse. Hallo, aufwachen! Ich habe hier etwas, das dich interessieren könnte. Nichts. Lottoautomat brauchen wir nicht mehr. Den eigentlich auch nicht mehr. Können wir noch irgendwo... Ein. Was sagt man da? Miau. Na dran. Wozu? Sie hat sich ja noch nicht einmal für die Thunfische bedankt. Okay, hier kriegen wir nichts. Kriegen wir hier was? Nö. Kriegen wir hier noch was? Nö. Nö. Tap, tap. Was war eigentlich der Gestank da? Hey, Janosch! Ah, Ruhusch, gut dem Organon und so. Hier stinkt's. An wen hast du die Torpedo-Ausrüstung noch gleich verkauft? An den Schobomar. Gerade noch rechtscheidig vor Ladenschluss. Ich gehe dann mal Tauchboote jagen. Du das. Viva la Revolution. Hey, Tony. Und? Wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch! Rekrut? Bei euch piept's wohl. Ich bin doch nicht euer... Rekrut? Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Egal, das ist es wert. Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du Mieser! Oh. Okay. Wir sollten sie wohl nicht ärgern. Ich setze mal kurz meine Kopfhörer ab und mache die nur drauf. Weil das sehr, sehr weh tut. Wenn ich sie sehr lange drauf habe. Scheiß billig, Digga. So, hier kann man nichts machen. Dann. Nordpol ja auch nicht. Das ist jetzt noch schlimmer als vorher. Ich muss den doch irgendwie wach kriegen. Hier ist aber nichts. Oh, meine Ohren. Ich kam so gut voran. Muss ich den Angeln noch mal? Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln.
Na los, angel weiter, du Feigling. Erst wenn du verschwindest. Na los, angel weiter, du Feigling. Erst wenn du verschwindest. Na los, angel weiter, du Feigling. Erst wenn du verschwindest. Okay. Das ist mir zu blöd. Ich verschwinde. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Lotto spielen hat nichts mit Glück, sondern nur... Bingo! Hier. Hey du, ich möchte meinen Gewinn abholen. Ich... Oh. Hm? Danke. Cool. Geht doch. Bye. So leicht geht das auch. Die Torpedodelfine sind bereit und ich kenne die Position des Tauchboots. Ja. Na, dann wollen wir mal. Juhu. Kann beginnen. Ich muss nur einen einzigen Delfin in das Planquadrat des Tauchboots schicken und dann... Oh. Ah. Aussetzen. Die einfach so rum, wie ich das will. Was? Nein! Du lästiges... Okay. Thank you.
kann ja über die springen, oder? Jetzt ist er am Arsch. Found you. Was? Nein. Verdammt. Was? Nein, doch. Feuer! Meinst du, es könnte meine Chancen bei Goal verringern, dass ich einen Teil von ihr mit Torpedos zum Kentern gebracht habe? Normalerweise würde man so denken. Ja, immerhin ist sie zur Hälfte ein Drittel deiner Freundin. Oder wie auch immer ihr eure Beziehung nennt. Wahrscheinlich müsste man ein neues Wort erfinden. Verwechslungsdramödie. Verdammt, zu. Zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Haken. Das muss ein ganz schön großer Wurm sein, der an diese Angel gehört. Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht. Oder den Abwasch machen? Räum weiter. Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör mal auf. Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Das wird lustig. Was ist denn? Das sollte ein Klingelstreich werden. Oh, lustig. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, eigentlich war das schon alles. Toll, das hast du sehr gut gemacht. Sehr gut. Lampe? Eine schnöde Kerze? Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Stille Wasser sind nur zu feige, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ohne Ausrüstung springe ich da jetzt nicht rein. Ich hasse es, mir Glassplitter aus den Haaren zu pulen. Das hat mir die letzten 3 Besuche im Spiegelkabinett vermiest. Okay. Ein Topf. Das Bigosch war furchtbar. Das war kein Bigosch. Das war Dichtmasse für Golds Operation. So hat es auch geschmeckt. Da sind nur noch Reste drin. Tatsächlich? Was ist dann aus meiner Dichtmasse geworden, die ich darin angerührt habe? Sei mal nicht so hart zu dir. Ich habe schon Schlimmeres gegessen. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Der Topf ist ja noch heiß. Vielleicht reicht es aus, um die Kerze anzuzünden. Ich meine, einzuschmelzen. Moment. Sie ist süß. Sie passt zu mir. Alles gut bei dir? Und wie? Das ist alles so spannend. Was schade, dass es bald vorbei ist. Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen, dann kann dich Doc wieder zusammensetzen. Ich fürchte, Lady Gold wird es uns nicht ganz so einfach machen. Keine Sorge. Wenn ich erst einmal meinen Charme versprühe, ja, wird sie schon weich werden. Du, Rufus, ich weiß nicht. Vertrau mir. Das wird ein Kinderspiel. Wie sieht's aus? Es ist alles bereit. Sobald wir die 3. Datasette in Händen halten, kann die Operation beginnen. Sauber! Nicht nötig. Wir sind am Ziel.